Thank you.
quasi. Ich war nicht denkt, dass man so. Mein Name ist Klaus Geier, ich bin hier Kommandant der Eichwalder Feuerwehr. Wenn Sie im Ortsteil Schönbach im Jägerhausweg das Objekt, das hinter uns, das rechts zu sehen sind, war ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen, wird aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzt, nur noch als Lagerraum. Als wir kurz nach 6:30 Uhr heute Morgen eingeworfen sind, stand die Scheune bereits im Vollbrand. War also das links, der linken Seite des Wohnhauses stark gefährdet. Und das dahinterliegende Wohnhaus war ebenfalls stark gefordert. Wir konnten also diese beiden Gebäude sichern und halten, sodass sie nur mit geringen Schäden davonkommen. Aber leider ist das komplette Bewirtschaftungsgebäude im Rab der Flammen geworden, war also nicht mehr zu halten. Da wurden von unterschiedlichen Vereinen Ausrüstungsgegenstände gelagert. Was weiß ich, Kulissen vom Obstbauverein, irgendwelche Tische, Buden. Teilweise wurde von Gewerbetreibenden in Gipsen zum Beispiel hatte Materialien drin gelagert, war vereinzelt noch vom privaten Bestand so ca. 13 noch Kunstdünger enthalten und diverse Gasflaschen. Die haben sich dann aber verselbstständigt, also die sind dann, haben abgeblasen. Nicht explodiert, aber abgeblasen. Na gut, wir haben jetzt eben den ganzen Giebelheim im Bagger eingerissen, weil alles akut einsturzgefährdet war. Wir wollten, dass niemand gefördert wird. Wir werden auch nachher die Einsatzstelle großräumig absperren. Wir haben jetzt begonnen, eine unserer Abteilungen rauszulösen aus dem Einsatz, damit sie sich erholen können. Wir werden dann die eigene Zeit später kommen zur Ablösung. Wir werden hier eine Brennsicherheitswache noch stellen müssen und werden hier den Tag über immer wieder Ablösungen betreiben, um dann heute Abend so gegen 16.30 Uhr eine endgültige Entscheidung zu treffen, ob wir auch über Nacht die Brennsicherheitswache stellen müssen oder ob wir die Einsatzstelle verlassen können.